Grüß Gott, liebe Aufrufer, hier ist der Berliner Tagesspiegel am Mittwoch, den 19. Januar 2011 und die Lichtgeschwindigkeit Nummer 766. Hallo. Ich habe sehr fortschrittlich begriffen, dass es die Tendenz zum Zweitbuch gibt, deshalb besitze ich mehr als zwei Bücher und nicht, dass das hier der Vorwurf wird, ich hätte nur den einen Anzug. Dieses hier Armani. Armani ist eine hohe Industriequalität. Nicht zu vergleichen mit dem sehr ähnlichen Anzug Hermenegildo Zegna, den ich habe, der sozusagen schon von der Oberstadt stammt. Diese Liebig 14, Hausbesetzung, Milieustudie, hier in Berlin, die am 10. Januar mit einem Urteil der Räumung gegen die Hausbesetzer nun läuft und am 2. Februar 1000 Polizisten angesetzt sind, dort zur Not gewaltsam die 25 Hausbesetzer rauszuräumen, ist das Thema. Ich habe eine extra Ortsterminsaufnahme gemacht, die gleich folgt. Hier möchte ich aber zunächst Folgendes sagen zur heutigen Lage und den Tageszeitungen, nämlich Nordrhein-Westfalen hat eine Minderheitenregierung infolge der Landtagswahl im Mai 2010. Es gab keine eindeutigen Koalitionsbildungsmehrheiten. Insofern hat die SPD unter der SPD-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft zusammen mit den Grünen eine Minderheitenregierung gebildet, die mit den okkasionalen Zustimmungen der Linkspartei, die auch in den Landtag eingezogen sind, durchaus auch Parlamentsbeschlüsse verwirklichen können. Eine Minderheitsregierung ist eigentlich gar nicht so schlecht in dem Sinne, dass sie in jedem Falle Politik machen muss, die die Parlamentsmehrheit im Auge behalten muss. Und Demokratie ist ja letztlich Mehrheitspolitik mit Minderheitenschutz. In diesem Falle geht es aber um den Nachtragshaushalt, das heißt die noch von der Rüttgers-Regierung disponierten Ausgaben, die die Möglichkeiten des Landes erheblich überschritten, und zwar jahrelang immer mehr Schulden gemacht wurden, der musste für das Jahr 2010 von dieser neuen Minderheitenregierung nun vorgelegt werden. Und da sind nunmehr praktisch noch Nachtragsbedarfe aufgetaucht, und zwar über 8 Milliarden sollen jetzt zusätzlich rückwirkend für das Jahr 2010 eingestellt werden, was aber der Finanzkraft des Landes Nordrhein-Westfalen nicht nur nicht entspricht, sondern auch der Verfassung nicht. Das ist jetzt mein Thema, was ich hier heute habe. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titelt also: Verfassungsrichter bremsen Regierung Kraft in Düsseldorf. Das sind in diesem Falle das Landesverfassungsgericht in Münster, das für Nordrhein-Westfalen solche Entscheidungen zu treffen hat, auf Antrag der CDU und der FDP. Haben die also jetzt Folgendes gemacht: Sie haben den Nachtragshaushalt gestoppt. Das ist aber nur sozusagen einstweilig, weil die sonst schon beginnen würden, dieses Geld auszugeben, was sie gar nicht haben. Ein Urteil ist im März zu erwarten. Das heißt, bis März haben wir jetzt quasi eine Art Windstille. Und jetzt versuchen alle, sich günstig zu positionieren in diesem NRW-Parlament, in der Hoffnung, für den Fall, dass das Parlament sich auflösen wollte und es zu Neuwahlen kommt, dann die Bewerberparteien bessere Chancen haben würden oder sich ausrechnen. So, und nun habe ich also Folgendes. Die Süddeutsche Zeitung aus München titelt heute auch: Gericht bremst rot-grüne Minderheitsregierung. Das ist also auch hier die Hauptnachricht. CDU erzielt Teilerfolg gegen Nachtragshaushalt, scheut aber wegen schlechter Umfragewerte Neuwahl. Und auch der Berliner Tagesspiegel, den ich hier habe, hat das als Hauptüberschrift: Schlappe für Rot-Grün in NRW. Landesverfassungsgericht stoppt Nachtragshaushalt für 2010, um vollendete Tatsachen zu verhindern. Das ist das, was ich sagte, dass die nicht bereit sind, dieses Geld, was sie nicht haben, anfangen zu versprechen und auszugeben. Hier ist aber ein anderer Titel: Römische Affäre. Berlusconi mit seinen rechtsstaatswidrigen, vor allen Dingen undemokratischen eigenen Vorteilsnamen in seiner Rolle als italienischer Ministerpräsident. Hier schreiben sie: Römische Affäre. Seine Partei hat Angst, dass die katholische Kirche ihm die Unterstützung entziehen würde.
Die einflussreiche katholische Tageszeitung Avvenire rief Berlusconi auf, reinen Tisch zu machen. Ja, ist das nicht schön? Seligsprechung eines Papstes und jetzt wird die Kupplung getreten mit der Unterstützung des Berlusconi. Das ist ja alles total selig. Es ist im Grunde genommen heilig. Anders kann man das gar nicht verstehen. Mein Einhänger ist aber hier tatsächlich der Haushaltsstopp in Nordrhein-Westfalen in Bezug auf den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat, der deutsche Rechtsstaat, die Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen, das deutsche Grundgesetz und das Rechtsspiel in Deutschland haben hier über die Bürokratie sozusagen das Recht geschützt gegenüber politischen Entscheidungen. Rechtsstaat, Parlament. So, und um mal zu sagen, in welchem Drama wir uns bei dem Rechtsstaat bewegen, ist nämlich, dass wenn das Volk keine Ahnung hat vom Recht, keine Ahnung vom Rechtsstaat, dann kann es nicht verstehen, was überhaupt Rechtsstaat ist. Und das beste Beispiel dafür ist also heute eine Sendung mittags im Deutschlandfunk gewesen mit O-Tönen eines SPD-Bezirks in Essen, Essen bei Düsseldorf, Essen im Ruhrgebiet. Und da waren also SPD-Leute und Bezirksabgeordnete und so, die waren total vergnügt über diese Nachricht hier, Haushaltssperre und so. Das wäre überhaupt nicht schlimm, es würde so weitergehen wie bisher, weil ja sich die Mehrheiten im Parlament nicht geändert hätten. Und dann hat einer gesagt, einer, der auch Kandidat war und dort Abgeordneter ist, der hat also ganz genüsslich gesagt, so wie so ein Politiker, der so ein bisschen an der politischen Professionalität geleckt hat, daran könne man sehen, wie sinnvoll dieser Rechtsstaat sei, die Gewaltenteilung, die Trennung von Exekutive und Legislative. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass jetzt der Interviewer vom Deutschlandfunk das so stehen lässt. Es kann ja irgendein Blödmann von der SPD aus Essen irgendwas erzählen. Aber wenn das so ein Unsinn ist, dann muss der Moderator oder der Redakteur dann kurz sagen, ja, sie meinten wohl Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative. Und das Wesentliche hier ist, also um es nochmal aller Lichtgeschwindigkeit an Freunde zu erinnern, die Gesetze werden im Parlament gemacht. Das ist ein kompliziertes Verfahren, aber letztlich das Parlament, da sind die gewählten Abgeordneten und die müssen unter Mehrheitsanforderungen, die auch unterschiedlich sein können, Gesetze einbringen im Parlament, also im Nordrhein-Westfälischen Landtag und dann abstimmen. Wenn es dann zugestimmt wird, dann wird es ein Gesetz unter bestimmten Vorbehalten dann der Bestätigung bzw. der Angriffe über das Verfassungsgericht, Landesverfassungsgericht und so weiter, beziehungsweise auch möglicherweise auch Bundesverfassungsgericht oder Verwaltungsgericht, was es alles gibt, ob dieses Gesetz, was man gemacht hat, denn wirklich auch mit den bisherigen Gesetzen sozusagen verheiratbar ist. Das ist die Legislative, das Parlament. Unabhängig davon agiert die Exekutive, das ist nämlich die Regierung, die ja aus dem Parlament gewählt wird. Die Regierung macht die Tagespolitik. Sie ist dort von Fall zu Fall auch wieder rückwirkend dem Parlament verantwortlich und in den Zyklen der vierjährigen wiederkehrenden Wahl auch den Wählern. Aber eigentlich ist die Exekutive, also die Ministerpräsidentin, die Minister, die Ministerien und so weiter, die machen die praktische Politik im Rahmen ihrer Kameralistik und ihrer bürokratischen Professionalitätszwänge. Aber die Exekutive macht nicht die Gesetze, das macht das Parlament. Ja, und hier, was jetzt bei dem Haushaltsstopp bzw. der einstweiligen Verfügung gegen den aufgestockten Nachtragshaushalt, der im Dezember 2010 bereits beantragt war und jetzt nochmal erhöht werden soll, diesen Stopp, ein Urteil ist das noch nicht, des Landesverfassungsgerichts von Nordrhein-Westfalen in Münster, der geht nun von der Judikative aus. Das sind die Gerichte, die nämlich wiederum unabhängig von den Parlamenten und unabhängig von der Exekutive, also unabhängig von der Legislative, Parlamenten und auch Gewalten geteilt, unabhängig von der Exekutive der Regierung sind, die Judikative. Der Klon aus Essen, der heute im Deutschlandfunk reden durfte, verwechselte das, beziehungsweise hat das nicht begriffen. Er redete von der Abtrennung zwischen Exekutive und Legislative, also Parlament und Regierung. Jawohl, das stimmt, aber in diesem Falle geht es um die Unabhängigkeit der Gerichte, die hier die Schuldenpolitik gestoppt haben. So, und jetzt kommt meine zusammenfassende, abschließende Bemerkung hierzu.
Ich interpretiere das jetzt nicht als ein Stellungsspiel von Vor- und Nachteilen für die Parteien, die Grünen, die Piraten. Ich war im Wahlkampf in Düsseldorf und in Wuppertal und in Nordrhein-Westfalen, in Köln, einige Wochen und habe mich da wirklich kundig gemacht. Nun kenne ich mich auch sowieso gut aus, dort im Ruhrgebiet und auch im Rheinland. Nordrhein-Westfalen, die Parteien, die SPD sozusagen wie der Bauer vom Hof, dem alles zu gehören scheint, die CDU als Neureicher mit der Klüngelung, die es da gibt. Und jetzt haben sie sich alle schon was zu Schulden kommen lassen, in der Folge dann sogar die Linkspartei ins Parlament gekommen ist, obwohl die wirklich nur völlig irre, vor allen Dingen haushaltspolitisch völlig irrelevante und rechtswidrige Ideen in den Wahlkampf als Programm gestellt haben. Worauf es mir hier ankommt, ist aber die Tatsache, dass dieses eine Gerichtsentscheidung aus Münster ist, gar nicht gegen die SPD oder gegen die Grünen oder für die FDP und für die CDU oder so, sondern dieses ist ein Urteil gegen das Wahlvolk, gegen die Bürger von Nordrhein-Westfalen. Die haben nämlich sowohl bei der vorherigen CDU-FDP-Regierung Rüttgers, wie auch jetzt für die Minderheitenregierung, wie für das jetzige aktuelle Parlament, für Wahlprogramme und Schuldenpolitik gestimmt, die nicht mit der Verfassung gesetzt sind. Das heißt, die Wähler Nordrhein-Westfalens sind hier durch ihren eigenen Rechtsstaat gestoppt worden. Und das vermisse ich jetzt in den Medien, dass das in den Überschriften steht. Die Wähler haben einen Arschtritt bekommen vom Verfassungsgericht aus Münster. Diesen Arschtritt kann ich sagen, reihum, also bis auf Bayern und irgendwelche prosperierenden Länder, müssen alle Parlamente bekommen und alle Wähler, die eigentlich nur immer wieder mit Fremdworten glauben, ihre Schulden legitimieren zu können, die sagen, ja, Schulden macht Konjunktur, kurbelt die Wirtschaft an, Keynesianismus, Defizitspending, tralala, es ist alles totaler Müll, wir haben zu viel Schulden und wir können nicht Politik auf weitere Schuldenmacherei stützen, das ist der Punkt. Also, vielen Dank für den Aufruf hier, Lichtgeschwindigkeit 766, der Rechtsstaat und der Mob. Der Mob, der die Schulden macht und es nicht versteht, wird von seinem eigenen Rechtsstaat gestoppt. Und das halte ich für einen großen Vorteil. Deshalb trete ich unter anderem für den Rechtsstaat ein. So.